Die Abenteuer meiner Spielzeuge. Puh, so viel zu tun. Und das alles muss ich bis Montag erledigen. Unbedingt. Hier noch etwas machen, dort etwas beenden. Puh. Liebling, genug gearbeitet. Jetzt ist Feierabend. Du machst dir nur die Augen kaputt. Ach, ich weiß auch nicht, Liebling. Ich habe noch so viel Arbeit. Wie du meinst, Liebling. Aber das Essen ist schon fertig und ich warte auf dich. Ach, na gut, na gut. Ich habe auch inzwischen richtig Hunger bekommen. Liebling, was ist passiert? Was machst du denn? Hast du denn das Feuer nicht gesehen? Ach, so kann man sich ja sonst was antun. Ach, Liebling, ich sehe nichts mehr. Nanu, Liebling, schau mal, wie viele Finger kannst du erkennen? Fünf? Tja, Liebling, deine Sehkraft lässt zu wünschen übrig. Du siehst ja gar nichts. Du musst mal zum Arzt. Was? Zum Arzt? Ich? Aber du weißt doch, ich kann Ärzte nicht ausstehen. Huch. Na los, Liebling, geh schon. Hab keine Angst. Na, ich weiß auch nicht. Na los, mach schon. Da ist nichts zu befürchten. Hallo. Willkommen in unserer Praxis. Gehen Sie bitte durch. Frau Doktor erwartet Sie schon. Danke. Wann hast du es geschafft, für mich einen Termin zu nehmen? Liebling, jetzt ist nicht die Zeit für die Fragen. Na komm, geh. Guten Tag, Frau Doktor. Guten Tag. Kommen Sie herein und nehmen Sie bitte Platz. Hierhin? Ja, klar. Gut, Herr Wutz. Dann erzählen Sie mal, was bereitet Ihnen Sorgen? Frau Doktor, Sie müssen wissen, dass er sieht nichts mehr. Er fällt ins Feuer, stolpert über Eimer. Keine Sorge, das klären wir gleich. Machen wir mal zuerst einen kleinen Test. Bitte zuerst das rechte Auge zudecken. Und nun lesen Sie bitte die Buchstaben vor, die ich Ihnen zeige. M. Falsch. Weiter. Bitte einmal diesen Buchstaben hier. Wie ein Nebelschleier vor den Augen. Ich kann nichts erkennen. Alles klar. Dann kontrollieren wir das linke Auge. Gut. Welcher Buchstabe ist das? Das ist ein O. Falsch. Und der hier? Ah, diesen Buchstaben kann ich erkennen. Das ist ein O. Tja, einen Buchstaben haben Sie richtig erkannt. Nur einen. Ich will nicht lange drum herum reden. Ihr Sehvermögen ist recht schwach. Sie brauchen eine neue Brille. Aber wie kann das sein? Ich trage doch schon eine Brille. Diese Brille passt Ihnen nicht mehr. Sie brauchen eine neue, eine zuverlässigere. Diese hier zum Beispiel. Probieren Sie bitte. Huch, sie ist aber sehr groß. Sind Sie sich sicher, Frau Doktor? Absolut sicher. Hier, bitte. Danke, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und denken Sie daran, weniger vor dem Computer zu sitzen. Na also, das ist erledigt. Puh, ich mag keine Ärzte. Liebling, bist du das etwa? Ach, und was ist mit deiner Brille? Hat mir Frau Doktor verordnet.